Chucky Beat. Mountainbike ist unser Leben, unser Hobby, ein Gefühl von Freiheit. Was verbinden Sie als Lehrer damit? Ja, mir geht es genauso. Also für mich ist es auch ein absolutes Gefühl von Freiheit. Ich habe etwa in eurem Alter auch angefangen mit dem Mountainbiken. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber auch mir ging es damals so, dass ich rausgegangen bin, Natur erleben wollte und hatte gleichzeitig noch dadurch die Chance, vom Elternhaus auch ein Stück weit frei zu sein. Ich komme selbst aus einer sehr ländlichen Region mit einem schlechten Busanbindung. Viele Freunde kamen auch aus anderen Dörfern und um sie zu treffen, habe ich mich dann aufs Fahrrad gesetzt und war damit unabhängig auch von meinem Elternhaus. Ja, bei mir ist es im Prinzip ganz, ganz ähnlich. Ich komme ja hier aus Alsbach ursprünglich, am Elibokus, und da war das Mountainbiken eigentlich schon immer ab frühester Kindheit ein großes Thema, und ansonsten gilt genau dasselbe, also für Verbindungen in andere Orte, andere Städte, einfach als Transportmittel und auch etwa das Naturerlebnis mit Freunden zusammen am Berg, ja, das war auch was Schönes für uns immer. Ja, genau, und dieses Gefühl aus unserer Jugend, diese Freiheit, die wir damit verbinden und auch heute noch, wenn man mal rauskommt und eine Runde Fahrrad fahren kann in der Natur, das möchten wir auch an die Schule tragen. Das wollen wir Schülern letzten Endes auch zeigen. Das Problem beim Fahrradfahren ist, dass es ein sehr kostenspieliges Hobby ist, das sich auch nicht unbedingt jeder leisten kann. Und innerhalb des schulischen Rahmens haben wir da natürlich große Chancen, jemanden auch an dieses Hobby ranzuführen, das einfach mal testen, ausprobieren lassen zu können. Wie sind Sie denn bisher vorgegangen, um dies zu realisieren? Also wir haben dann ursprünglich eine Testung gemacht, indem wir einfach für die Projektwoche mal das Thema Mountainbikes so in den Fokus gerückt haben, haben das mit einer Gruppe aus der Oberstufe umgesetzt, haben dort uns Gedanken gemacht, wie könnte das konzeptionell für die Zukunft hier so aussehen, haben erste Ausfahrten gemacht. Allerdings war das eben alles noch mit eigenem Fahrradmaterial. Wir haben da auch im Oberstufenkeller drüben einen Platz geschafft, wo wir einen Fahrradpool für Unterrichtswege einrichten wollten, was auch inzwischen schon in der Umsetzung ist. Und als Resultat aus dem großen Interesse heraus haben wir gesehen, wir müssen da auf jeden Fall was tun und haben dann eine Mountainbike AG für das dann neu beginnende Schuljahr gegründet. Und im Rahmen der AG haben wir dann auch wieder mit eigenen Fahrrädern Ausfahrten gemacht, haben versucht, die Leute heranzuführen an die Gebiete hier rundherum und auch bemerkt, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, eigenes Fahrradmaterial zu bekommen. Und da haben wir dann als Partner die AOK gefunden, die im Rahmen von einem Projekt, was sich Bike School nennt, uns die Möglichkeit gegeben haben, eben Fahrräder anzuschaffen für die Schule. Die haben das zu einem Großteil subventioniert. Und dort haben wir auch Fortbildungen besucht und haben dann eben eine offizielle Fahrradübergabe gehabt, haben jetzt das Glück, dass wir 14 nagelneue Schul-Mountainbikes haben, die sehr hochwertig sind, wo wir auch dann einfach Schüler versorgen können, der Herr Wilhelm hat schon angesprochen, die einfach nicht das Geld haben, selber sich so hochwertige, teure Fahrräder anzuschaffen, dass sie das eben mitbenutzen können. Und der letzte Schritt jetzt einfach noch ist, dass neben dieser Errichtung auch der Fahrradwerkstatt, die zur Instandhaltung einfach dazugehört, wo wir mit ganz tollen Materialien ausgestattet sind, dass wir jetzt eben auch noch versuchen, das Thema Mountainbike fürs Abitur umzusetzen. Da gibt es jetzt ein neues Curriculum, dass man einfach auch dann unterrichtlich und nicht nur im Rahmen von AGs oder vielleicht auch WPU-Kursen zukünftig dann das Thema Fahrrad hier an der Schule integrieren können. Was wird denn so alles in der Fahrradwerkstatt gemacht? Ja, in der Fahrradwerkstatt geht es hauptsächlich darum, die Verschleiß auch von den Rädern reparieren zu können, dass man so die Basiswerkstattfähigkeiten sich aneignet, um das eigene Fahrrad instand halten zu können. Das sind dann zum Beispiel Dinge wie einen Mantel zu wechseln, aber darüber hinaus auch zum Beispiel sein Fahrrad richtig einstellen zu können von der Federung her oder auch von der Sitzposition. Darüber hinaus geht es aber auch darum, die Schulräder natürlich instand halten zu können, dass wir da gewährleisten, dass innerhalb des Schulbetriebs dauerhaft auch mit den Fahrrädern gefahren werden kann und man sich darauf verlassen kann als Lehrer, wenn man sie auch nutzt, dass die Fahrräder in einem ordentlichen Zustand, in einem sicheren Zustand auch sind.
Darüber hinaus lernt man dann zum Beispiel in der AG, wie ich, wenn ich im Wald unterwegs bin und eine Notreparatur habe, wie man gewisse Notreparaturen am Fahrrad durchführen kann. So dass, wenn ich liegen geblieben bin, dass ich trotzdem noch weiterfahren kann. Wird das Fahrradfahren auch in den Unterricht mit eingebunden? Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Leistungskurs in der Oberstufe sich mit dem Thema Fahrradfahren und Mountainbike beschäftigt. Und wir haben natürlich auch den Wunsch oder das Ziel, in anderen Jahrgangsstufen auch im normalen, regulären Sportunterricht das einzubauen. Und da sind wir einfach auf große Hindernisse gestoßen, organisatorischer Natur. Wir sind in Oberramstadt natürlich in der Nähe von Meliburgus und auch anderen schönen Gebieten hier im Odenwald. Aber man braucht doch eine gewisse Zeit, bis man die erreicht hat. Und es macht es einfach schwierig, in einem Doppelstundenfenster von 90 Minuten da was Gutes erreichen zu können. Und deswegen ist unser großer Traum, unser Projekt, an dem wir gerade arbeiten, dass wir hier auf dem Gelände was benötigen. Und da würden wir gerne einen Bikepark am Außengelände von der Schule errichten. Und das ist momentan unsere Aufgabe. Ja, danke erstmal für das Interview. Und wollen wir nochmal hochgehen, wo der Bikepark errichtet werden soll? Wollt ihr es sehen? Ja. Dann gehen wir mal raus.